Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Ape Harry. Das Tattoo ist übrigens echt, ich bin so verrückt. Ich habe euch ja versprochen beim letzten Video, der eine der letzten Video, wegen dieser Akku, wegen dem Akku-Farbsprühsystem, dass wir das ausprobieren, wenn es draußen besser Wetter wird. Also draußen wird es immer schlimmer, bei uns weht heute der Schnee. Schrecklich, also da können wir nichts ausprobieren. Also ich kann euch nicht zeigen, wie ich meinen Zaun spritze oder das Gartenhaus, wie ich es gesagt habe. Kann ich vergessen, aber ich habe gedacht, einen Test müssen wir fast machen. Da wartet sie ja drauf. Und da habe ich mir gedacht, wir machen hier, ich habe hier Holz hergerichtet, mit dem will ich was machen. Oder einfach mal zum Testen und dann sehe ich ja, ob ich das draus machen kann, was ich will. Ich möchte da ein Ding machen. Ein Futterhäusle für Eichhörnler. Habe ich erst gesehen bei so einem Verbrauchermarkt. Das war ein bisschen kleiner, aber das war ganz witzig. Und ich habe gedacht, bei uns springen ein Haufen Eichhörner rum. Da bauen wir da so ein Futterhäusle. Aber da lasse ich jetzt das, ich schneide das Holz danach, ich sprühe das jetzt erstmal ein, dann schneide ich das, weil innen drin möchte ich es nicht behandelt haben, nur für außen will ich es behandelt haben, ein bisschen, dass es ein bisschen witterungsbeständig ist und für innen nichts, wo das Futter reinkommt. Und deswegen spritze ich nur alle Seiten an und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einmal aus, bevor das Häusle zusammengebaut ist und dann schneide ich das Zeug raus. Es geht übrigens um das Farbsprühsystem TCSY1860LI. Ich habe da schon ein Unboxing-Video gemacht und ein Erklärungsvideo, wie es so im Trocken, wie heißt es, Trocken, bei der Trockenprobe funktioniert. Und ich habe mir jetzt auch mal die Mühe gemacht und habe die Bedienungsanleitung gelesen. Da stehen ein paar wichtige Sachen drin. Bei sowas sollte man es fast lesen. Und zwar über die Viskosität. Vor der Messung müssen Sie den Stoff gründlich durchrühren, das ist klar. Also ich habe hier Pflegeöl, Holzpflegeöl, was ich benutze zum Probieren. Und es sind zwei Düsen dabei, eine rote und eine schwarze. Die rote Düse, wo steht es denn, wo haben wir es denn? Es war einmal zur Viskositätsmessung. Müssen Sie komplett, da ist der Trichter dabei, das brauche ich jetzt aber nicht. Da ist der Trichter dabei, das ist das ganze Zubehör dabei, das habe ich aber im anderen Video erklärt. Zur Viskositätsmessung musst du den Trichter ganz einführen in den Stoff, was du verspritzen willst. Und dann läuft die hier raus. Und wo steht es denn? Vorbereitung des Stoffs. Also er muss dann so verdünnt werden, je nachdem was man nimmt. Und die Flüssigkeit benötigt eine gewisse Zeit, um es da durchzulaufen. Und sobald es hier abbricht, also dass der Strahl abbricht, wo hier rauskommt, müsst ihr das messen, also in Sekunden. Und da ist dann hier hinten, das steht da drin, und hier hinten habt ihr dann eine Tabelle. Hier habt ihr dann eine Tabelle, da stehen die verschiedenen Stoffe drin. Also da steht zum Beispiel drin, Spritzmaterial, Beispiel, Herstellungsangaben beachten, Lösungsmittel, verdünnbare Grundierungen sollen in 25 bis 30 Sekunden durchlaufen, bis dann hier der Strahl abbricht. Lösungsmittel, verdünnbare Lackfarben 15 bis 30 Sekunden, also das ist jetzt auch ein großer Spielraum, finde ich. Wasser für verdünnbare Grundierungen 25 bis 30 Sekunden, Wasser für verdünnbare Lackfarben 20 bis 25, Holzschutzmittel, Beize, Öle unverdünnt und Desinfektionsmittel unverdünnt. Decklacken für Kraftfahrzeuge 20 bis 25 Minuten. Sekunden. Also ich habe jetzt hier Holzschutzmittel, Beize, Öle, das ist alles in einem irgendwie. Also unverdünnt, da bin ich gespannt. Und dann hast du zwei Düsen dabei, je nach Viskosität. Da steht das auch sauber drin. Die Düsendurchmesser, je nach Viskosität verwenden Sie Düsen mit 2 mm Farbe Rot für niedrige Viskositäten. Also niedrige Viskosität, wie das ist noch rausbringt. Niedrige Viskosität bedeutet, er ist dünnflüssiger, dann nimmst du die rote Düse. Wieder. Der Red One. Gell? Und für die höhere Viskosität, jetzt habe ich es gut rausgebracht, die größere Düse. Also ich habe jetzt hier, dieses Öl ist jetzt nicht so arg dünnflüssig, finde ich. Es ist eher dickflüssiger. Also ich nehme jetzt einmal die schwarze Düse zum Probieren. Ich gehe natürlich danach her, mache das Ganze
Da steht drin, du sollst dann natürlich das Zeug zurückschicken. Was ist halt überhaupt los? Zurückschütten in das Behältnis und dann musst du es auch sauber machen. Ich zeige jetzt nicht, wie man das sauber macht. Du musst es sauber machen, du musst das da sauber wieder sauber machen, das Rohr sauber machen, dann kann man die Düse auseinanderbauen, das habe ich auch schon gezeigt im anderen Video. Natürlich alles sauber machen. Zum Schluss soll man dann praktisch entweder, wenn es wasserverdünnbar ist, Wasser durchspritzen oder halt eine Nitro-Waschverdünnung oder so weiter, wenn es andere Lacke sind, so lange, bis es sauber kommt. Nicht einfach in Luft spritzen oder irgendwo rein, sondern in ein Behältnis reinspritzen, in ein Tuch oder irgendwas, das, wo es aufsaugen kann. Und das muss halt dann entsorgen. Gell? Also, bei mir ist jetzt sehr wichtig, ich spritze ja praktisch jetzt von oben so runter, so. Ist es jetzt wichtig, dass der Schnorchel hier nach vorne geht. Der Schnorchel muss nach vorne gehen und du sollst nie so viel rausspritzen, dass der nichts mehr ansaugt. Also der geht natürlich schon gewisse Dinge da rein, das sieht man auch ein bisschen. Und du sollst aber nie ganz leer spritzen, weil sobald du das natürlich leer spritzen tust, dann kommt Luft mit, mehr Luft als wie Lack oder Farbe oder so. Und dann macht es so und dann hast du lauter so gesprenkelt drum. Also wenn du jetzt ein Auto lackierst, was damit auch gehen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe draußen eine AP von meinem AP-Kanal und die schaut nicht arg gut aus. Und da habe ich mir jetzt auch einen Lack bestellt. Das kann ich zwar jetzt nicht mehr machen, weil wenn es kalt ist, kannst du es vergessen und so weiter und so fort. Aber da wäre ich vielleicht einmal das hintenrum einfach mit probieren zum Spritzen, weil da bei der ist sowieso schon wurscht. Die schaut eh schon scheiße aus. Gell? Mein Auto lackieren in dem Sinn kann ich, das habe ich schon gemacht. Ich habe schon ganze Auto lackiert. Das ist nicht das Problem. Das kann ich. Du musst halt immer schauen, dass du nass in nass spritzt. Das heißt praktisch, wenn du jetzt praktisch hier den Strahl hast, so, dann musst du schauen, dass du nicht da drunten den nächsten Strahl machst, so, sondern das muss nass in nass gehen. Immer schön so. Und du musst praktisch so spritzen, so. Wenn du es jetzt von vorne siehst, so, immer ziehend. So, immer ziehend. Und du gehst dann runter. Das heißt, wenn du spritzen tust, dann spritzt du nicht so, so, weil dann. Keine Ahnung, dann könntest du es praktisch in den Lacken einspritzen. Das wird doch nicht so sauber. Das wird nichts. Du musst immer ziehen, spritzen. Das heißt so, auch wenn du mit der Spray durchspritzt, du musst immer ziehen. Genauso hier, wir müssen praktisch zuerst so grob gesehen und dann müssen wir so, dann müssen wir so, dann müssen wir so und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich sagen, ich spare mich nicht länger auf Folter und mir auch nicht. Heute rede ich irgendwie viel, weiß ich nicht. Was ich nur sagen wollte, dieser neue 4AH Plus Akku ist natürlich absolut prädestiniert, oder wie das heißt, für dieses Gerät, weil das steht dann richtig auf, das passt, das ist super, das ist einwandfrei, das ist voll stark. Also, das Ganze habe ich natürlich vorbereitet, das ist alles soweit drin, die Düse ist drin, das ist fest, ich habe das eingestellt, so dass ich das Strahl praktisch hoch kann, waagrecht habe, senkrecht habe. Und dann, ich glaube, ich brauche noch einen Lappen, Lumpen, Lumpenamina, Lumpenamina, nicht, dass wir irgendwas versauen, nicht, dass wir irgendwas versauen. Und dann werden wir das jetzt einmal ausprobieren, probare. Ich bin ja gespannt. So, also, es ist drin. Das da auf Seiten. Ich habe das jetzt bei mir ein bisschen abdeckt hier und ich habe auch an mir, ich habe hier eine Absaugung da oben, so eine Werkstattabsaugung, wo ich normal meinen Schleifstoff und so weiter absaugen kann. Und ich habe jetzt da was gemacht, dass die Absaugung gleich ins Fenster ausgeht, habe ich mir was gebaut mit einem Rohr, mit einem HT-Rohr. HT-Kacke-Rohr. Und ich schalte die aber erst ein, wenn ich mit dem Video fertig bin, weil das ist sonst laut. Ich glaube, das stört uns sonst krass. Aber jetzt bin ich echt gespannt, ihr wahrscheinlich auch. Probare, Test. Probieren wir erstmal da. Aha, ich muss den Strahl. Der Strahl muss so her. Also jetzt ist er praktisch hochkant, der Strahl. Jetzt bin ich echt gespannt. Also da dran, ja, haut es aus.
Brutal. Brutal. Das schaut jetzt richtig blöd aus. Das schaut richtig blöd aus. Ich habe mir das auch schon mal gedacht. Ich habe mal meine Treppe damit gemacht. Das schaut richtig blöd aus. Die Farbe, der Mensch, was wird das überhaupt? Aber das ist ein bisschen ein Pflegeöl, wie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus mit Beizen und was es hier heißt. Auf jeden Fall wird die Farbe dann. Das warte mal, ich habe sogar was da. Ich habe was da, da habe ich nämlich was gebaut, das muss ich reparieren. Die Farbe wird so. Da habe ich ein Vogelhäusle gebaut. Oben ist dreckert. So wird das dann. Und am Anfang schaut das richtig so blöd aus. Ich habe mir gedacht, was habe ich da für einen Scheiß gekauft? Das schaut ja richtig blöd aus. Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, die hat richtig Druck. Die haut echt gut was raus, muss ich sagen. Das ist natürlich auch immer so, wie viel brauche ich, wie viel Farben muss ich hinzufügen. Du kannst es ja hier einstellen. Ich habe es jetzt ziemlich zurückgedreht gehabt. Du kannst ja hier einstellen, die Menge von der Farbe. Und wenn du dann da drauf drückst, praktisch so, dann kommt mehr oder weniger. Also es haut jetzt selbst bei der sehr niedrigen Stellung schon extrem gut was raus. Und ich bin wirklich gespannt, ich bin wirklich gespannt nächstes Jahr, wenn ich, es staubt doch gar nicht so arg, ich muss es wirklich sagen, ich müsste jetzt die Absaugung gar nicht einschalten, weil es ist es, ich habe extra meine alte Brille aufgesetzt, dass die auch wieder dann irgendwie ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das funktioniert echt, das funktioniert top. Na, schau mal. Das funktioniert top. Also du kannst richtig schön mit der Farbe nass in nass spritzen. Der hat einen richtig guten Strahl. Ich hätte jetzt vielleicht sogar die kleine Düse nehmen können, denke ich mal. Ich habe jetzt schon Angst, ich hab jetzt schon Angst gehabt, da kommt nichts raus. Das funktioniert nicht. Aber das hat das wirklich sehr gut auftragen, ist total gleichmäßig, muss ich wirklich sagen. Und ich verspreche euch ganz, ganz arg, muss ich sagen. Muss ich sagen, sage ich die ganze Zeit. Ich verspreche euch, wenn ich meinen Zaun mache, ich habe den letzten Mal, das ist ja, ich habe einen Zaun gemacht mit sägerauen Holz, dass ich es noch rausbringe, mit sägerauen Holz. Und das habe ich letztens nicht gestrichen, weil das hat mir zu lange gedauert. Ich habe das einfach mit der Walze gemacht, eine grobe Walze, und bin da einfach rauf und runter gefahren, das ist relativ schnell gegangen. Aber ganz ehrlich, mit dem Gerät, wenn ich das schon gehabt hätte, ich habe ja gehofft, es kommt dann schon, das wäre cool gewesen. Ich tue dann einen Karton hinten rein, hinter den Zaun, und dann spritze ich einfach mal durch. Und wie gesagt, es nebelt, also es ist jetzt nicht so, dass es vernebelt ist. Wenn ich jetzt mit der Spritus was lackiere, ich habe mit der Spritus auch schon was lackiert, da muss ich sofort die Lüftung einschalten, weil das ist überall da. Also das ist echt überall. Und ich bin gespannt, wenn ich die AP mache, die mache ich aber wie gesagt erst nächstes Jahr, wie das funktioniert. Das bin ich echt gespannt. Aber ich bin jetzt echt positiv, richtig positiv überrascht, wie gut das Ding geht und was die wirklich raus hat und wie sauber der Strahl ist und alles. Also es ist wirklich richtig, richtig gute Maschine. Richtig gutes Maschinerl ist das. Also von mir beide Daumen nach oben. Ich hoffe, der Test war jetzt ausreichend, aber vor dem Winter bringen wir keinen anderen nochmal hin, tut mir leid. Weil draußen, sonst frieren wir beide ja wahrscheinlich einen Zaun nicht marschieren die. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und außerdem, wenn der Zaun nass ist, ist es eh blöd, gell. Aber nächstes Jahr, wenn wir das machen, oder das Gartenhäusle von meinem Sohn muss man nochmal machen, das ist genial. Hey, wie lange haben wir in dem scheiß Häusle pinselt? Ewig. Da pinselst du ewig. Da knallst du es da drüber, ruckzuck hast du das Ding lackiert. Unglaublich. Und da muss man halt schauen, dass schön der Wind geht, dass es zum Nachbarn übergeht, gell? So, aber ich würde sagen, hoffentlich war es ausreichend für euch. Ihr schreibt mir das in die Kommentare, was du dazu meinst. Macht es ja eh immer. Ich freue mich riesig, dass ihr mir immer so viel in die Kommentare schreibt. Gell. Da würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Heute bin ich irgendwie verplant vom Reden her. Irgendwie bin ich ja verplant, aber manchmal hat man das vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid. Freut zu eurer Maschine. Wie ist eine gute Maschine, die kann ich empfehlen. Beide Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht es gut. Bye, bye, ciao und Servus.